Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Es ist mal wieder Pickup-Zeit und ich habe einige gute Deals gemacht und einige Schnäppchen. Unter anderem habe ich mir für einen, ja, so doch sehr günstigen Preis einen sehr, sehr lange gehegten Traum erfüllt endlich. Aber dazu kommen wir natürlich später. Ja, ich habe ein Game Gear Super Schnäppchen gemacht und auch ein DOS-PC Schnäppchen, aber dazu werden wir, wie gesagt, gleich dazu kommen. Wie immer freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir steigen sofort ein, gar nicht genug voll labern. Ach übrigens, apropos großartig labern, danke für die mittlerweile gut über 600 Abonnenten. Das geht ja momentan richtig gut ab bei mir und dafür möchte ich euch natürlich vielen ganz herzlich danken. Macht mir immer wieder eine Freude, wenn ihr regelmäßig bei mir vorbeischaut. Und wer weiß, dieses Jahr die 1000 dürfte, glaube ich, nicht unschaffbar sein. Ne? Also, aber wie gesagt, genug der Vorrede, fangen wir mit dem Wichtigen an, den Pickups. Und zwar fangen wir mal ganz am Anfang mit einem Super Nintendo Spiel an, und zwar Donald in Maui, wie wird's ausgesprochen, Mellard. Ne? Das hat mir der gute SNES Maniac empfohlen. Ich habe mal die Videos gesehen, sieht sehr sehr interessant aus. An dieser Stelle möchte ich ihn natürlich auch wie immer seinen Kanal empfehlen und auch er hat einen wunderschönen Test dazu gemacht. Das sah für mich sehr interessant aus. Ich mag ja diesen 16-Bit comichaften Stil, wie zum Beispiel auch in The Magical Quest oder ähnliches, und das scheint genau in diese Kante zu schlagen. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, da großartig reinzuspielen, aber es sieht sehr, sehr interessant aus. Ich schätze mal, wird bestimmt auch irgendwann mal einen Test dazu geben, wenn ich mal die Zeit dazu finde. Auf jeden Fall, ja, das ist sogar relativ günstig. Super Nintendo Spiele sind hier immer etwas teurer. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 bis 15 Euro irgendwas in der Range bezahlt. Das habe ich relativ am Anfang von der Zeitperiode, von der ist diese Pickups hier handeln gekauft. Deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Das SNES Maniac hat es ja auf jeden Fall empfohlen. Kann man nichts mit falsch machen, auf jeden Fall. Ne? Dann kommen wir zu dem nächsten, und zwar habe ich mir zwei japanische Gameboy-Spiele bei eBay bei einer Auktion relativ günstig geschossen. Jeweils, glaube ich, so um die 5 Euro habe ich bezahlt. Ist okay für ein Gameboy-Spiel, denke ich. Und zwar erstes Mal Out to Lunch. Ja, auf das Spiel bin ich gekommen, weil das der Waldemar in einer seiner letzten Streams mal angespielt hatte und ich fand es eigentlich ganz interessant. Auch da habe ich es leider bisher keine Zeit gehabt, jetzt großartig reinzuspielen, aber ja, anscheinend so ist es, hat so ein bisschen die Wirkung wie so ein alter Arcade-Titel. Ja, es spielt ein Koch und müsst Zutaten sammeln und das müsst ihr halt in verschiedenen Plattformen einsammeln und so weiter. Sieht interessant aus, scheint aber nicht ganz so einfach zu sein. Also schauen wir mal, wenn ich da mal die Zeit finde, da mal tiefer reinzuschauen. Ich denke mal, früher oder später wird das bestimmt in den Test verwurschtet. Ja, japanisches Modul, finde die Idee dahinter sehr, sehr interessant und vor allem den Artstil finde ich sehr interessant. Die Grafik scheint, zumindest was so die Hintergrundgrafik und sowas angeht, relativ zurückgenommen zu sein. Aber die ganzen Charaktersprites und so weiter finde ich sehr, sehr schön. Und ein bisschen mal was anderes. So diese eher knuddeligere Optik mag ich einfach mal. Ne? Auf jeden Fall, das habe ich mir geholt. Und beim selben Händler den Mickey Mouse 2. Da fand ich halt, das seht ihr hier dann gleich eingeblendet natürlich auch, da fand ich das Cover so schön, so simpel einfach. Ne? Das Spiel heißt Mickey Mouse 2. Okay, ich meine römisch 2. Also ein bisschen Mühe haben sie sich gegeben quasi. Einfach der Mickey Mouse Kopf und ein pinker, rosa Hintergrund. Klasse. Ja, habe ich allerdings erst später dann mal recherchiert, was für ein Spiel eigentlich dahinter steckt. Und ich habe das Spiel quasi schon in meiner Sammlung auch schon in einer Quetzig-Folge gemacht. Und zwar ist das hier bei uns unter dem Namen Hugo erschienen. Das ist einer dieses, oder Crazy Castle ist es in den USA erschienen. Das ist halt einer dieser Kenko-Titel, wo die früher einfach verkauft wurden und jeder durfte seine Lizenz, seine Sprites dann drauf klatschen, obwohl es eigentlich dasselbe Spiel war. Ja, auf jeden Fall, das habe ich denn quasi schon. Aber ich fand, das Cover hat mich irgendwie so magisch hingezogen. Keine Ahnung. Ich find's einfach herrlich kurios, wie einfach damals so ein Cover war. Zack, großer Hintergrund, Mickey Mouse drauf, passt schon. Herrlich. Als letztes Gameboy-Spiel habe ich mir dann noch Quad
Ich habe ja letzte Woche, oder nee, diese Woche, den Test dazu gemacht. Sehr, sehr schönes Puzzlespiel, was auf den ersten Blick so ein bisschen wie ein Shoot'em'up aussieht. Ihr habt unten ein kleines Raumschiff und auf euch zukommt von oberem Bildschirmrand kommen ja unvollständige Vierecke. Und eure Aufgabe ist es jetzt quasi diese Vierecke komplett zu schießen, indem ihr immer so kleine 1x1 Blöcke schießt. Und eure Aufgabe ist es, wie gesagt, immer diese Blöcke zu clearen. Da müsst ihr natürlich auch so ein bisschen strategisch entscheiden, okay, cleare ich jetzt die ganzen einzelnen kleinen Blöcke, um sicher zu gehen, dass ich die weg habe, oder gehe ich quasi für eine große Combo und mache gleich das ganze Komplex, aber dafür dauert das etwas länger, kriegt dafür aber mehr Punkte und so weiter. Ne? Also es ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Leider bei uns in Europa nie erschienen. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht erklären, warum. Ist von Konami entwickelt worden. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, weil es einfach wirklich schön fluffigen Spielflow hat. Man wird da so richtig schnell reingesogen. Also das ist wirklich so ein Puzzlespiel, was ich echt schade finde, dass es bei uns in Europa nicht erschienen ist. Ich hätte es damals bestimmt echt gerne gespielt und heute sowieso. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, das Spiel ist wirklich 1A und das Modul ist auch wirklich nicht teuer. Ja, das war's mit den Gameboy-Spielen und ich würde sagen, dann kommen wir gleich zum anderen Handheld und zwar die Game Gear Schnäppchen. Und zwar habt ihr es ja in den Titel ja schon gesehen und zwar habe ich in einer Ebay-Auktion 6 Game Gear-Spiele für 18 Euro ersteigert. Das finde ich ein guter Durchschnittspreis, wobei auch einige sehr, sehr gute Spiele dabei sind. 2 habe ich schon gehabt allerdings, aber das zeige ich euch gleich. Und zwar fangen wir nämlich einmal schon mit dem Spiel an, die ich schon habe, zu Columns. Ja. Ich glaube, muss ich nicht viel zu sagen, oder? Quasi Segas Antwort zu Tetris macht Spaß, ist natürlich ein bisschen mit Farben, mit Klötzen und so weiter, habe ich auch schon einen Test dazu gemacht. Ich glaube, es gibt keine Game Gear Sammlung oder Konvolut, was man kaufen kann, wo Columns nicht dabei ist. Das wurde halt damals mit dem System ausgeliefert, wie Tetris beim Game Boy. Und daher ja, gibt es das in großen Massen einfach auf dem Markt. Was mich aber wundert, ist, dass Tetris im Game Boy Konvoluten eher selten ist. Ne? Das ist irgendwie seltsam, dass Columns wirklich so mehr Massenware ist als Tetris eigentlich. Wobei Tetris wahrscheinlich sogar eine höhere Auflage hat. Aber ich habe das Gefühl, dass Tetris als Modul wertiger ist als Columns fürs Game Gear. Was irgendwie. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedankengang folgen und ich drücke mich einigermaßen klar aus. Aber das finde ich schon irgendwie seltsam, oder? Beides ähnliche Titel, beides Pack-In-Titel. Aber das ist irgendwie wertigkeitsmäßig quasi. Kann man Wände tapezieren mit so ungefähr, ne? Dann habe ich noch, was ich schon in meiner Game-Gesammlung gehabt habe, habe ich noch keinen Test dazu gemacht, und zwar The Lucky Dime Caper Donald Duck. Ist ein sehr launiges Jump-and-Run-Spiel. Ich will immer einen Test dazu machen, das habe ich schon lange auf meiner Liste, aber das Spiel an sich ist eigentlich ziemlich cool. Aber irgendwie, ich weiß nicht aus welchem Grund, komme ich in dieses Spiel nicht rein. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nicht erklären. Die Grafiktechnik ist top, es hat gute Wertungen überall abbekommen, aber irgendwie, ich habe bisher aber immer nur so 10 Minuten reingespielt, so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, es soll auch nicht so schwer sein, aber irgendwie, keine Ahnung. Also da muss ich mir wirklich mal so ein bisschen Zeit nehmen, wenn ich mal ein bisschen Lust habe, weil wenn ich sehe, dass ein Spiel eigentlich gut sein sollte und ich empfinde das irgendwie so komplett anders, dann sehe ich das immer so, dass der Fehler eher bei mir liegt und nicht bei der breiten Öffentlichkeit, sage ich mal. Auf jeden Fall, es sieht auch fantastisch aus und so weiter. Ich verstehe es nicht, warum ich damit nicht warm werde, aber irgendwann nehme ich mir etwas Zeit, habe ein bisschen mehr Geduld wahrscheinlich beim Anspielen und dann mache ich einen Test dazu. Und er wird fantastisch sein, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Jedenfalls, diese beiden Spiele hatte ich schon. Ja, und dann kommen wir zu den restlichen Spielen. Ja, Shinobi 2, super. Shinobi, auch große Sega-Serie. Habe ich auch schon von dem ersten Teil schon einen Test gemacht. Bin ich mal gespannt, wie der zweite Teil ist. Ich habe ja schon hier die Gameplay-Aufnahmen für euch aufgenommen. Das mache ich mal so, dass ich mal so 5 Minuten reinspiele, ein bisschen was capture, eher ein Tick weniger. Nur halt, dass ihr so ungefähr die Übersicht habt, worum es in dem Spiel geht. Ja, finde ich einfach schön. Spielt sich auch fluffig. Von dem allerersten, flüchtigen Ersteindruck finde ich den Teil besser als den ersten, aber das kann wirklich nur subjektiv sein, das kann sich natürlich noch ändern. Jedenfalls Shinobi, sehr, sehr schöner Titel für den Game Gear. Dann habe ich
Streets of Rage. Da habe ich nämlich, ja, deswegen habe ich das Konvolut eigentlich gekauft, weil darauf war ich neugierig. Weil die Streets of Rage Serie ist ja einer dieser berühmten Brawler-Marken von Sega, was in den Arcades gestartet ist und dann natürlich auf alle Systeme portiert wurde. Ich habe ja in meinem Mega Drive Classic Collection Stream ja schon, ich glaube, ein, zwei Teile auf jeden Fall angespielt und ich war eigentlich sehr, sehr begeistert, wie ich das gespielt habe. Und da war ich jetzt neugierig, wie wurde das auf das Handheld portiert? War es gut? Taugt's was? Kleiner Spoiler, Donnerstag, wenn das hier erscheint, also nächsten Donnerstag, kommt ein Testvideo dazu. Um eins vorwegzunehmen, solide, aber auch nicht spitzenmäßig. Also es hat so ein paar kleinere Probleme. Nicht, dass ich euch jetzt hier alles erzähle und ihr guckt euch den Test nicht an. Das müsst ihr natürlich unbedingt machen. Ne? Das Problem, Hauptproblem meiner Ansicht nach ist, wenn ihr einmal runtergeschlagen werdet, also einmal auf dem Boden landet, und dann aufsteht, seid ihr sofort wieder verwundbar. Und sowas finde ich nie gut. Also die meisten Spiele, Brawler-Spiele, haben es ja so, wenn man dann hingefallen ist, wieder aufsteht, dann blinkt man so kurz, ist man kurz unverwundbar. Und hier ist es wirklich so, zum Beispiel, dass es halt Gegner gibt, die machen so einen Sprungtritt. Und es kann schon mal durchaus sein, dass ihr drei von diesen Gegnern auf einmal auf dem Bildschirm habt. Dann könnt ihr euch vorstellen, ihr seid auf dem Boden, steht auf, werdet wieder umgesprungen, steht auf, werdet wieder umgesprungen. Irgendwann kommt ihr dann so einigermaßen raus, aber ja, Spaß sieht anders aus. Also da hätte man wirklich optimieren können, aber ansonsten ist es wirklich solide gemacht. Kann man nicht viel meckern, die Steuerung geht in Ordnung und so weiter. Aber dieser kleine Faktor ist es ja eigentlich nicht, wenn es bei dem Hauptspielprinzip darum geht, sich zu prügeln. Aber das hat mich irgendwie gewurmt. Ich weiß auch nicht wieso. Aber naja. So, dann kommen wir zu dem nächsten Titel. Der sagte mir ehrlich gesagt gar nichts, und zwar Psychic World. Ich wurde auch noch nicht so ganz klug draus, als ich das jetzt angespielt habe. Scheint so eine Art Plattformer-Shooter zu sein. Aber für einen Shooter waren da jetzt zu wenig Gegner auf dem Bildschirm. Aber was anderes außer rumlaufen und ab und zu kommen mal Gegner, ich schieße drauf, macht man da eigentlich nicht. Technik scheint auch eher von der simpleren Sorte zu sein, also nicht wie zum Beispiel The Lucky Dime Caper oder auch Streets of Rage, da haben sich wirklich Mühe gegeben. Da scheint es eher so auf die Basics beschränkt zu sein. Auch da werde ich mal früher oder später mal ein Testvideo zu machen. Also beim Anspielen hat es mich zumindest neugierig gemacht. Sagen wir es mal so, aber sagte mir vorher auch nichts. Ich schätze mal auch nicht, das würde jetzt zu den besten Spielen des Game Gears gehören, auf jeden Fall. Ja, und das letzte Spiel, was ich auch gerne haben wollte, und zwar Fantasy Zone. Ist ein super Spiel, Shoot'em Up, hat einen sehr, sehr schönen Knuddelstil einfach, macht Spaß. Es ist nicht so ein linearer Shoot'em Up wie zum Beispiel Solar Striker oder R-Type oder ähnliches, wo ihr von links nach rechts fliegt und ja, auf alles ballert natürlich, was sich irgendwie euch im Weg stellt. Hier ist es so, dass man auch nach links und rechts fliegen kann, so ein bisschen wie mir fällt jetzt der Name nicht gerade ein. War es Defender, wo ja so nach links und rechts fliegt? Aber ich kann mich gerade irren. Auf jeden Fall ist es halt nicht so linear aufgebaut und ihr müsst halt so die Gegner bekämpfen. Müsst halt immer gucken, na, kommen sie von links, kommen sie von rechts, was ist da? Ja, macht auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Eindruck. Ich mag den grafischen Stil und die Musik, die ist wirklich auch sehr, sehr gut. Bin ich auch mal gespannt, wenn ich da ein bisschen näher eintauche. Ich habe schon viel, viel Gutes auf jeden Fall von, zumindest von dem Franchise. Gibt es ja verschiedene Ableger von Fantasy Zone gehört. Gameshack, die loben die Spiele immer sehr, sehr in den Himmel. Bin ich mal gespannt, wie sich es auf dem Game Gear macht. Also ich denke mal, Ersteindruck müsste mindestens solide sein, auf jeden Fall. Ja, das war das Game Gear Paket. Wie gesagt, für alle Spiele 18,50 Euro. Ja, ich denke, man kann mal nicht meckern, oder? Das sind so durchschnittlich ungefähr 3 Euro noch was für das Spiel. Also da würde ich persönlich schon für mich als Schnäppchen bezeichnen. Ist es nicht so super, oh mein Gott, ich habe jetzt so ein Riesenpaket für keine Ahnung was bekommen, klar. Aber ich denke mal, es war ein guter Deal auf jeden Fall, ne? So, dann kommen wir zu dem neuen System, und zwar quasi Handheld. Ne? Wir frühstücken erst die Handhelds ab, und zwar zu der Switch. Da hat es dieses Mal nur ein Spiel in meiner Sammlung gefunden. Ja, da bin ich durch Zufall drauf gekommen. Und zwar hat das neu bei Amazon, ich glaube, 17 oder 18 Euro gekostet. Ich bin mir nicht sicher. Und ich habe das Spiel schon ewig in meiner Steam-Wunschliste. Und dachte ich mir, okay, physisch 18 Euro, kannst du nicht viel falsch machen. Und zwar ist das
Project Hi-Rise, die Architects Edition. Ich schätze mal, da werden irgendwie DLCs dabei sein und sowas ähnliches. Keine Ahnung, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Und zwar ist das quasi eine Art von, ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt, es gab ja viele verschiedene Sim-Spiele. Also Sim City, klar, das ist das berühmteste, denn Sim Arndt gab es damals und unter anderem auch Sim Tower. Und zwar ist das denn so, dass ihr einen Wolkenkratzer quasi ja, aufbaut. Ihr müsst planen, wo habe ich hier Wohnräume, wo habe ich Geschäftsräume, wie setze ich die Fahrstühle, dann muss er natürlich Wartungspersonal haben und so weiter. Und hier ist das quasi so, im Prinzip das im Geist ist das auch ein Spiel. Und ich liebe ja Aufbauspiele. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe schon immer Aufbauspiele geliebt ohne Ende. Und das auf der Switch. Ich konnte es leider noch nicht großartig anzocken, wie das mit der Steuerung und so weiter aussieht. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zeit gehabt zum Zocken leider. Das ist das Problem. Aber kaufen immer, ne? Keine Zeit haben zum Zocken, aber kaufen immer her damit. Immer her damit. Aber ihr kennt es ja wahrscheinlich. Man hat im Zweifel immer viel zu viele Spiele als Zeit, dass man das zu spielen hat. Ja, und ich denke mal, für 17 Euro neu, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt eine Sonderaktion war oder ob das jetzt normal ist, ehrlich gesagt, aber nimmst du mit. Finde ich schön, habe ich das endlich auch in physischer Version. Es ist immer, finde ich, wertiger, was als physische Version da zu haben, weil dann hat man auch ein ganz anderes Gefühl dem Spiel gegenüber. Wenn das jetzt irgendein elektronischer Einkauf ist, man das sich irgendwie runterlädt, ich weiß nicht. Also wenn man was in der Hand hat, irgendwo quasi mit das Modul reinsteckt und so weiter, dann spielt man das Ganze irgendwie bewusster. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich denke mal, die meisten von euch werden das meinen Gedankengang einigermaßen nachvollziehen können. Auf jeden Fall finde ich das super schön. Ich denke mal, in den nächsten Pickups werden noch ein paar mehr Switch-Spiele geben. Ich schiele da so ein bisschen auf das neue Yoshi. Ich habe mir auch noch was anderes vorbestellt, aber das sehen wir denn ja. Auf jeden Fall schönes Aufbauspiel, sehr, sehr günstiger Preis, kann ich euch nur empfehlen. Da kann man nichts mit falsch machen, auf jeden Fall. Dann habe ich einen PC-Zugang und zwar war der zufällig. Und zwar das Atari Vault. Das ist hier, glaube ich, ist, ihr seht, ist noch eingeschweißt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ist ein Steam Key, glaube ich, drin. Und zwar bin ich da durch Zufall gekommen. Und zwar war das nämlich in der letzten Get Digital Lootbox. War das dabei? Ich meine, klar, cool, ja. Wobei ich sagen muss, ich meine, so quasi als, ja, wo ja, die Lootbox habe ich auch bezahlt, also war es jetzt nicht umsonst, aber quasi so als Zufallspickup ist es natürlich nicht verkehrt. Es steht hinten drauf, 100 Spieleklassiker sind drauf. Natürlich mit den ganzen alten Atari-Konsolen, die 2600 und so weiter. Arcade-Spiele sind auch dabei, sehe ich gerade, also immerhin. Ja, ich muss sagen, obwohl ich ja der Retro-Gaming-Panda bin, diese Spiele sind mir schon fast zu sehr retro. Also das war teilweise vor meiner Geburt kamen die Spiele raus. Und ich finde, in der Zeit waren die Spiele noch sehr, sehr simpel, dass die nicht unbedingt gut gealtert sind, was jetzt quasi aus der heutigen Sicht angeht. Also ich finde so diese 8-Bit-Spiele, Game Boy, NES, Super Nintendo sowieso mit seinen 16-Bit und so weiter, die sind wesentlich zeitloser als diese ganz, ganz grobe Pixeloptik und dann ja meistens auch noch ein ganz, ganz rudimentäres Spielprinzip. Ja, deswegen finde ich halt, okay, das heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel Gameboy-Spiele jetzt alle super komplex aufgebaut sind und so weiter. Das will ich gar nicht sagen, um Gottes Willen. Aber ja, ich denke mal, ihr versteht schon, was ich meine. Das ist so ein bisschen, es ist so grob und so weiter. Also ich persönlich wurde nie warm mit diesen ganz alten Spielen. Aber ich denke mal, es wird auch einfach so eine Sache sein, wie bin ich damit aufgewachsen und so weiter. Ich will nicht sagen, dass die Spiele schlecht sind und ich will das auch gar nicht schlecht machen. Aber ich hätte es mir jetzt einfach nicht so gekauft. Ne? Ist halt so. Aber schön in der Sammlung zu haben auf jeden Fall. So. Dann haben wir noch zwei Objekte über. Ich gehe so ein bisschen flotter, versuche ich durchzugehen. Nicht, dass wir hier zu lange Zeit brauchen, auf jeden Fall. Und zwar, ja, das ist andere Schnäppchen, was ich gemacht habe, was ich schon lange, lange haben wollte. Und zwar, Monkey Island 2 in der Diskettenversion. Herrlich! Ein wirklich ein Starspiel meiner Kindheit, was ich hoch und runter gespielt habe. Ich zeige euch nochmal das Innenleben. Ist natürlich hier schön Diskette natürlich. Das Code-Wheel zur Passwortabfrage ist natürlich dabei und so weiter. Und dafür habe ich 15 Euro bezahlt. Plus Versand natürlich, also dann irgendwie ne, 19 Euro, 19,50 Euro. Aber da bin ich sehr, sehr zufrieden damit.
weil dieses Monkey Island und so weiter, diese ganzen LucasArts-Spiele sind eigentlich wesentlich teurer. Gut, die Packung, die hat jetzt nicht den allerbesten Zustand. Ist hier so an Kanten natürlich so ein bisschen beschlagen und so weiter. Wurde bei der eBay-Auktion auch eher als Zustand ausreichend angegeben. Aber ich sehe das Foto ja selber, finde ich persönlich nicht unbedingt. Und was für manche vielleicht so ein eher was Negatives ist, was für mich positiv ist, das zeige ich euch jetzt mal. Also ich finde das schön, weil ich mag es ja immer, wenn meine Spiele, die ich mir gekauft habe, auch wirklich so eine greifbare Geschichte haben. Und hier sieht man vielleicht, ich hoffe, man sieht es auf dem Foto auch, hier sieht man nämlich hier noch so ein Aufkleber, das zieht sich quasi durch diese ganze Edition. Videopool Sicherheitsetikett. Ne? Das war mal so eine Ausleihversion. Herrlich, oder? Das kennt ihr doch bestimmt damals noch von Videotheken oder sowas, wo man sich diese alten Computerspiele ausleihen konnte. Natürlich hat man das meistens so für einen Tag gemacht, sich auf die Festplatte kopiert und dann wieder zurückgegeben. Und dann sollte man ja eigentlich, ne, die Sicherheitskopie dann löschen, hat natürlich keiner gemacht. Und das Beste ist, die Läden wussten das ja auch. Aber das scheint so eine Edition zu sein, was ich persönlich wirklich sehr, sehr sympathisch finde, weil dann hat das einfach Geschichte. Auch zu dem Thema habe ich auch eine super Geschichte aus meiner Kindheit zu erzählen. Die ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Ich weiß gar nicht warum. Und zwar damals, als das erste Worms erschienen ist, habe ich das auf meinen 386er habe ich das geliebt. Auch das war so ein Computerladen, auch quasi in einer nächstgrößeren Ortschaft. Da konnte man sich die Dinge halt auch ausleihen. Und natürlich hat das auch jeder so gemacht, ausgeliehen, Sicherheitskopie gemacht, am nächsten Tag wieder hingebracht. Das wusste natürlich auch der Computerladenbesitzer. Aber ich war von diesem Spiel so begeistert, ich wollte das wirklich im Original haben, mit den ganzen Handbüchern und so weiter. Ich wollte das einfach haben. Und dann bin ich zu diesem Computerladen gegangen und habe gesagt, ich würde das gerne kaufen. Guckt er mich ganz verwirrt an, der Besitzer. Ja, wie kaufen? Du kannst es ausleihen, das weißt du. Ja, aber ich will das kaufen. Der hat mich für verrückt erklärt. Ich habe es ja natürlich gekauft, aber das sieht man an dieser Reaktion von diesem Computerladen-Menschen da, dass der genau weiß, was da gemacht wurde und der war wirklich perplex, dass ich das kaufen wollte. Das ist so in meinem Kopf irgendwie hängen geblieben. Das musste ja irgendwann Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Aber das nur so als kleine Anekdote. Das ist irgendwie schon so seltsam, was bei einem im Kopf bleibt und was nicht, oder? Aber ich weiß, bin ich wirklich da sehr zufrieden mit, weil Monkey Island 1 hätte ich jetzt natürlich auch noch gerne als Big Box, aber so diese ganzen LucasArts Sachen. Aber ich glaube, das sind viele möchten diese Spiele halt sammeln in der Big Box und deswegen sind die auch sehr beliebt und natürlich auch sehr teuer. Ich habe glaube mal geguckt, so 40, 50 Euro muss man normalerweise auch dafür bezahlen. Zugegeben, da sind die Zustände der Packung meist auch besser, aber richtig schlecht finde ich die persönlich nicht und es ist alles dabei, also. Also für mich ist es ein Schnäppchen. Ich freue mich. Manche mögen auch da vielleicht sagen, das kriegst du da und da irgendwie billiger oder sowas. Aber für mich so Kosten auf Nutzen, aufwandmäßig. Ich bin ja nicht so dieser Flohmarktgänger, der überall irgendwie das beste Angebot sich irgendwie raussucht oder irgendwie sowas. Ich bin da immer so, ich bin da von der faulen Sorte. Für mich macht das Game Hunting in dem Sinne keinen Spaß. Aber ich freue mich natürlich, wenn ich ein Spiel günstig bekomme. Aber im Zweifel zahle ich halt lieber mal 5 Euro und spare mir diese stundenlangen Suche. Ich weiß, okay, der Verkäufer ist mit dem Preis zufrieden, ich bin da zufrieden, anstatt da jetzt irgendwie das Beste rauszuhandeln. Deswegen, auf 15 Euro kann man echt nichts meckern, oder? Und dann habe ich mir noch ein weiteres DOS-Spiel gekauft, was ich auch damals sehr ausführlich, wie wahrscheinlich viele, gespielt haben. Und zwar noch ein LucasArts-Spiel. Und zwar X-Wing! Das war jetzt kein Superschnäppchen. Ich habe es, glaube ich, was war das? 20, 25 Euro plus Versand bezahlt. Das ist, glaube ich, ein relativ normaler Tarif. Ich glaube, das Spiel ist auch sehr weit verbreitet. Gibt es viele, viele Sachen auf dem Markt, zumindest wenn man so gut bei eBay immer rumguckt oder sowas. Auch die Diskettenversion. Ich mag einfach die Disketten. Ich weiß nicht, für mich ist das schon allein. Ich halte es mal ins Mikrofon. Das habt ihr früher auch toll mal gemacht, oder? Mit dem Ding hier gespielt. Wobei ich merke gerade, das ist hier relativ schwergängig.
bestimmt die Feder etwas ausgeleiert. Finde ich einfach herrlich, Disketten. Das ist für mich so Nostalgie pur, wenn das Diskettenlaufwerk schön oh, herrlich, aber ist ein Retro-Channel, ihr kennt alle diese Gefühle. Aber dann ist es auch sehr schön, was man so sieht, was bei diesen alten PC-Bigboxen alles noch dazu kam. Ne? Kam sogar hier so ein kleiner Roman noch mit dazu, sogar auf Deutsch übersetzt. Nee, das ist das Handbuch. Aber den Roman gab es ja auch irgendwo. Dann gibt es hier noch eine Referenzkarte. Dann gibt es hier das Raumjäger-Piloten-Handbuch. Ich glaube, der Roman war hier im Handbuch mit inbegriffen. So war das. Glaube ich. Oder ich verwechsel gerade irgendwas. Verdammt. Weil was dickes Handbuch, Referenz, dann hier Pilotenhandbuch. Und was ich auch sehr sympathisch finde, ist natürlich hier diese Registrierkarten und so weiter. Hat natürlich niemand gemacht. Hier mit so tollen Umfrageoptionen. Hier von wegen, beantworten Sie folgende Fragen, bevor Sie unsere Kundenhotline anrufen. Was für Laufwerke sind in Ihren Rechner? Zum Beispiel 3,5 Zoll, 5, 1/4 Zoll oder sogar ein CD-ROM-Laufwerk. Nein. Finde ich herrlich. Nee, das hat für mich einfach so einen richtig, richtig schönen Charme. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir schon durch, ne? Das waren meine Pickups, wobei schon hat ja wieder einiges gerappelt. Letzten Monat meine ich ja noch von wegen, mal gucken, bis sich was Lohnenswertes ansammelt. Aber ich würde sagen, das war jetzt lohnenswert auf jeden Fall. Ja, dem würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Denkt dran, montags und donnerstags um 17 Uhr kommen immer meine Testvideos. Sonntags ja immer so um 10 Uhr kommen so halt ja, Sondervideos wie zum Beispiel das oder letzte Woche das Retro Panda quält sich zusammen Event. Ich nenne es mal Event mit dem guten Retro Joe. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, solltet ihr da reinschauen. Super, super Spaß, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da wird es auch auf jeden Fall den zweiten, dritten Teil geben. Kam ja bei euch ja auch sehr gut an. Freut uns natürlich tierisch. Auf jeden Fall, wie gesagt, es freut mich immer, wenn ihr reinschaltet und egal wann ihr das schaut, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen und fantastischen Tag und macht's gut, ihr fantastischen Leute da draußen. Tschüss!